Fast niemand kennt diesen 100 Jahre alten Trick zum Toilette reinigen, aber wirklich jeder sollte ihn kennen. Denn dafür brauchst du einen halben Würfel Hefe. Die bin etwas zerkleidet in ein Gefäß. Dazu jetzt außerdem noch ein Esslöffel Zucker, denn dieser sorgt dafür, dass die Hefe aktiviert wird. Dazu kommen noch 100 ml lauwarmes Wasser. Jetzt rühre es gut miteinander durch, bis die gesamte Hefe sich hier drin aufgelöst hat. Dann kannst du damit zu deiner Toilette gehen und sie hier hineinkippen. Schau, dass du sie beim Kippen ein wenig in der Toilette verteilst. Jetzt solltest du die Toilette schließen und es am besten über Nacht einwirken lassen. Am nächsten Morgen schnappst du dir die Klobürste, wischst doch mal gut durch und spülst. Denn Hefe ist ein absolutes Wundermittel bei hartnäckigen Ablagerungen sowie Verkalkung. Auch wenn es kaum zu glauben ist, es stimmt wirklich. Aber trotzdem